good confidant. And if you threw a party, invited everyone to do, you would see the biggest it would be for me. And the card attached would say, thank you for being a friend. 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 Finde ich unglaublich. Der Eigentümer des Mecca-Hotels verklagt uns. Aber wir können Sophia nicht 24 Stunden beaufsichtigen. Und am Bikini-Wettbewerb durfte jeder teilnehmen. Nein, nein, darum geht's gar nicht. Ein Teil unseres Parkplatzes soll sich auf seinem Grundstück befinden. Na fein, jetzt brauchen wir einen Anwalt. Das kostet uns ein Vermögen, ob wir gewinnen oder nicht. Nicht unbedingt. Vielleicht brauchen wir keinen Anwalt. Ich rede einfach mit diesem Mr. Gentry. Ich bring das schon in Ordnung. Glaubst du, dass er die Klage deshalb fallen lässt? Schätzchen, wenn mein Ausschnitt tief genug ist, wird er noch ganz was anderes fallen lassen. Hört mal, Ladies, schon wieder ein Volleyball-Erfolg für das Golden Palace. Wie schön. Toll, wen haben wir geschlagen? Das Carlisle Hotel. Brad war ganz toll. Nein, nein, besser gesagt ja. Brad, Sie haben doch nicht wieder Ihren vor Kraft strotzenden breiten Rücken verletzt, nein, mein Rücken ist in Ordnung, wirklich. Ja. Meinem Rücken geht es Kommen gut. Sie her, Brad. Ich will Sie nicht beißen. Beim letzten Mal haben Sie das aber. Du jagst ihm Angst ein, weißt du? Um Himmels Willen, ich mach doch nur Scherze. Das war nicht ernst gemeint. Ich tue nichts, was ihn wirklich ängstigen könnte. Und wie war das, als du ihm deinen Rückenmassageapparat gezeigt hast? Was ist mit dir los, Chewie? Du sprichst kein Wort. War es für dich kein schönes Spiel? Ich hab schon wieder nicht gespielt. Ich musste wieder im heißen Sand sitzen und meinen Rücken verbrennen, während Roland und Brad das ganze Spiel machen. Ich weiß auch warum. Weil ich zu schlecht Volleyball spiele. Hier geht's um eine Rassenfrage, Mann. Natürlich, weil du zu schlecht Volleyball spielst. Es bleiben nur noch zwei Spiele, um die Meisterschaft zu gewinnen. Da ändere ich die Aufstellung nicht mehr. Solange ich der Kapitän bin, wird Brad spielen. Ich will den Pokal gewinnen. Aber vielleicht kann ich euch helfen. Ich habe früher auch mal Volleyball gespielt. Damals im Highschool-Team in St. Olaf. Ich war bekannt als Hüpf-Auf- und Ab-Rose. War das dein Spitzname? Nein, sie haben mich dazu aufgefordert. Es gibt sehr grausame Jungen. Hey, Roland, wann soll ich heute zum Training kommen? Ist das komisch? Du spielst beschissen. Ja, und wann sollen wir auf dem Platz sein, Roland? Wir? Hat Roland nichts gesagt? Ich bin in der Mannschaft. Moment mal. Ich warte die ganze Saison auf die Gelegenheit zu spielen und Rose kommt daher, erzählt meine St. Olaf-Geschichte von Hüpf auf und ab. Und sie gehört dazu? Nein, so war das nicht, Chewie. Rose und ich waren unten am Strand und sie hat mir gezeigt, was sie kann. Ist sie denn gut? Sie ist nicht wie Chewie Castillos. Ja, sie ist gut. Ihr werdet es nicht für möglich halten, was mir passiert ist. Ich war zu einer Besprechung auf der Bank, um unser Kreditlimit zu erhöhen. Ich sitze im Konferenzraum diesem Mr. Reynolds, dem Vizepräsidenten, gegenüber. Oh, da sagt der Mann was höchst Beleidigendes zu mir. Kommen Sie wieder, wenn Sie Unterwäsche tragen? Sophia, ich bin zu Konferenzen mit Männern immer so angezogen. Für mich ist das geschäftliches Handwerkszeug. Wisst ihr, dann kribbelt's bei mir. Und wo? Gut, ich weiß, dass es nicht fair ist. Ich meine, ist es irgendeinem Mann möglich, mir zu widerstehen, wenn ich so aussehe? Was sagt ihr? Das ist wirklich nicht ganz verrückt.
Jedenfalls habe ich gleich damit angefangen, Mr. Reynolds zu verführen. Oh nein, ich meine nicht direkt verführen. Ich habe nur als verharmlose Kleinigkeiten erwähnt. Da muss er geglaubt haben, ich will ihn verführen. Was hast du gesagt? Na ja, ich habe gesagt, ich würde ihn gerne in heißes Wasser legen und als Suppe löffeln. Du brauchst nicht sauer auf mich zu sein. Er hat mich aus seinem Büro geschmissen. Das ist einer der Männer, vermute ich, die auf erotische Wesen überhaupt nicht reagieren. Hör zu, Blanche, du hast mit einem Mann während einer geschäftlichen Besprechung geflirtet. Im Grunde ist das eine sexuelle Belästigung. Ja, aber ich will ihn deswegen nicht verklagen. Blanche, du hast den Mann doch sexuell belästigt und damit auch unserem Hotel geschadet. Hab ich das? Seit wir das Hotel besitzen, haben sich die Dinge verändert. Du bist kein bunter Schmetterling mehr, du bist Geschäftsfrau. Und bei Geschäftsgesprächen benimmt man sich anders. Was machst du bloß mit Brad, der den Pool wartet? Aber mit dem scherze ich doch nur. Na gut, vielleicht hast du ja diesmal recht. Ich glaube, dass es Necken ist, aber er betrachtet das vielleicht anders. Soll ich ehrlich sein? Er glaubt, dass er früher oder später mit dir schlafen muss, um seinen Job zu behalten. Wirklich? Hat er das gesagt? Mensch! Ja. Oh, ich fange schon wieder damit an, oder nicht? Ach, sag mal, was soll ich tun? Ich treffe mich morgen mit Mr. Gentry vom Mecca und mein Plan war, ihn wegen dieser Parkplatzfrage zu verführen, aber das ist falsch, nicht? Ja. Oh Mann, das habe ich mein Leben lang getan. Irgendwie schäme ich mich auch deshalb. Aber dann sollte ich wohl meine Verhaltensweise ändern. Und genau das werde ich auch tun. Von jetzt an ist Blanche Devereaux ein neuer Mensch. Ich verführe keine Männer mehr, mit denen ich geschäftlich zu tun habe. Das war's dann. Keine kostenlose Piepshow mehr. Ich nehme dich nicht, aber du hast schon gestanden. Den nehme ich. Ja. Später an. Ja. Ja. Also, 14 zu 5. Auszeit, ich hab Sand im Auge. Schon gut, Mann, sowas passiert uns allen mal. Auszeit, ich hab Sand in meinen Augen. Wir erledigen sie, ich liebe es zu gewinnen. Nur nicht zu früh, Freund, die Jungs können sich noch verbessern. Was für ein Blödsinn, keine Chance, das Spiel ist für uns längst gelaufen. Hey, Coach, bin ich dran? Nein, Chewie, die könnten aufholen. Hey, komm, setz mich und Rose ein. Aber ja! Ja, lass sie mal spielen, die machen das schon. Gut, wir brauchen einen Punkt zum Gewinnen. Wir haben Aufgabe. Los, mach sie ganz erschreckend. Was machst du da? Das Team anfeuern. Okay, kommt her. Riga Maro, Riga Marie, Binga Banga, Hip Hip Hi, Luga Lista, Sisbumba, Uga Voga Wumba, Na, Chimba Bimba. Komm, spiel jetzt. Gut, meinetwegen, dann aber ran. Macht's gut. Auf den Scheißer spielen, klar? Willst du aufgeben? Ja, darin bin ich gut. Okay. Ach, schön. Los, fangt an. Au. Oh, tut mir leid. Okay, wir sind dran. Das holen wir wieder auf. Klar. Also mach los. Schon, das holen wir wieder auf. Los. Also los, wir fangen an. 5 zu 14. Oh, ich dachte, du nimmst ihn an. Ich dachte, du nimmst ihn. Tut mir leid, yeah. Ich hatte gedacht, komm jetzt. Mach nichts, dann den nächsten. Und los. 6, 14. Ich dachte, du nimmst ihn. Okay, jetzt reicht es. Also, einer muss den Ball annehmen, damit der andere weiß, wer angreift. Oh, verstanden. Oh, gut, kapiert. Okay, mach's. So. Also los. Aufpassen. Ja, los. 7, 14. Du nimmst an. Auszeit. Okay, hey, Auszeit. Oh. Die Köpfe zusammen, okay? Ja. Ihr seid draußen, wir drin. Ja. 8, 14. Spiel ihn mir zu. Da hast du ihn. Ich nehme Nein, ihn. Ich schlag du. Und schlag. Stellen. Ja. Alles klar, Aufgabewechsel. Los, Brad. Ja, gib her. Jetzt kriegen wir klar. Sie. Ich nehme ihn. Stellen. Ja. Ja! Für uns! Nicht zu fassen, totale Pleite. Ich bin nutzlos. Sinnlos, dass ich überhaupt hier bin.
Aber ganz und gar nicht, Chewie. Du warst umwerfend. Du bist in ein langweiliges Spiel eingestiegen und hast was wirklich Spannendes daraus gemacht. Komm. Toll, Rose. Ich gratuliere. Golden Palace. Golden Palace. Golden Palace. Golden Palace. Ich bin bereit für Mr. Gentry. Wen willst du damit darstellen? Ein Flittchen als Gouvernante verkleidet? Von nun an erlaube ich nicht mehr, dass meine Sexualität die rein geschäftlichen Beziehungen zu einem Mann beeinträchtigt. Sonst könnte ich mir selber nicht mehr in die Augen schauen. Ich habe mich gewandelt. Ab jetzt bin ich Blanche Devereaux, die Geschäftsfrau. Entschuldigung, ich möchte zu Miss Blanche Devereaux. Ich bin Blanche Devereaux. Ich bin Lawrence Gentry und muss schon sagen, was für ein Vergnügen es ist, die Bekanntschaft einer so schönen Frau zu machen. Ich bin gleich wieder da, Mr. Gentry. Ich will nur was anderes anziehen, was nicht so heiß ist. Blanche, wir erlauben das einfach nicht. Du warst doch so fest entschlossen, dein Leben zu ändern. Du hast bloß Angst, anstelle deiner Figur den Verstand einzusetzen. Mach dich nicht lächerlich. Warum soll ich den Verstand gebrauchen, wenn diese Prachtstücke stattdessen für mich sprechen? Dann solltest du aufpassen, dass der BH nicht platzt. Ich wusste eigentlich schon lange, dass Blanche sich so eigenartig benimmt, weil sie unter der Störreißerei leidet. Also, das müssen wir uns wirklich nicht anhören. Ich schon, weil ich nicht so schnell flüchten kann wie früher. In meiner Jugend wurde Dr. Sigmund Störreißer, St. Olafs umstrittenster Psychologe, zu Rat gezogen, wenn unsere Mädchen in der Stadt damit anfingen, wie soll ich's bloß sagen, ach was, wir sind alle erwachsen, zu werden wie du, Blanche. Seine Theorie war, wenn man den Mädchen die Schneidezähne zieht, wären sie nicht mehr so attraktiv. Und damit könnte man die Promiskuität beseitigen. Also wurde entschieden, dass allen Mädchen in St. Olaf, ausgenommen natürlich die Töchter von unseren Stadtverordneten, von unserem Dr. Störreißer die Schneidezähne rausgerissen werden. Und daher der Name Störreißerei. Aha. Ja, könnte sein, dass du damit recht hast. Rose, mein Wunsch, gut auszusehen für Mr. Gentry, hat nichts mit meinem alten Geschäftsgebaren zu tun. Der Mann könnte mir doch einfach nur gefallen. Was passiert, wenn Menschen sich in den 90er Jahren bei der Arbeit begegnen und Gefallen aneinander finden? Willst du meine Meinung hören? Halt den Körper raus und benutz den Verstand. Ist sowas überhaupt möglich? Willst du Geschäftsfrau sein? Aha, okay. Schon gut, ich versuch's damit. Das ist toll, Blanche! Aber eins sage ich euch, es kommt mir sehr unnatürlich vor. Falls es zu schwer wird, gibt's Abhilfe. Es hieß immer in St. Olaf, Männer interessieren sich nicht für zahnlose Frauen. Oder höchstens, wenn es gar keinen anderen Ausweg gibt. Verzeihung, dass Sie warten mussten, Mr. Gentry. Ich dachte, wir besprechen das hier. Sind Sie sicher? Jetzt, wo wir uns kennen, bespreche ich das Geschäftliche lieber heute Abend. Vielleicht beim Essen? Nein, wir reden von Geschäften und es wäre mir lieber, wir betrachten das sachlich. Natürlich. Und alles in der Kostümierung einer Gouvernante. Ich sage Ihnen jetzt mal was. Sie sind wirklich sehr sexy. Und wieso ein Mann wie Sie nicht im Lendenschurz herumrennt, werde ich nie verstehen. Hören Sie, es ist wirklich wichtig für mich, die Beziehung zwischen uns möglichst geschäftlich zu behandeln. Von mir aus schön, wenn es das ist, was Sie wünschen. Nehmen Sie Platz. Danke. Tee? Ja. Wie hätten Sie es denn gern? Ich sollte darüber noch mal nachdenken.
Also, wo liegt das Problem mit den Parkplätzen eigentlich? Naja, wie Sie wissen, ist der Grund hier in der Gegend von großem Wert. Mhm. Und unsere Hotels sind so nahe, ich meine, wir sind uns so nahe, dass wir praktisch so gut wie aufeinander liegen. Diesen Ton mag ich. Also, wir wollten Geschäftliches besprechen und dies sind meine Ideen über die Parkplätze. Sie haben doch diese Essen für Geschäftsleute. Und Sie haben wunderbare Augen. Und Sie ziehen mich mit Ihren Blicken förmlich. Nein! Nein, wir müssen damit aufhören. Können Sie sich zu mir nicht verhalten wie zu einem Menschen und nicht wie zu einem köstlichen Objekt der Begierde? Aber das sind Sie, Blanche, das sind Sie. Vielleicht wäre es richtiger, das Geschäftliche denen zu überlassen, die sowas am besten können. Und Sie befassen sich lieber mit dem, was Sie am besten können. Nein, nein, verdammt! Hören Sie, ich habe den Kauf des Hotels als eine Art, wie soll ich sagen, Herausforderung betrachtet. Dieser neue Weg, Geschäfte zu erledigen, ist noch eine Herausforderung. Und bei einem Menschen wie Ihnen ist es vielleicht die größte Herausforderung, aber ich könnte es schaffen, weil ich es einfach muss. Darf ich Sie also bitten, mir gut zuzuhören, weil wir die gemeinsame Aufgabe haben, unsere Parkplatzprobleme zu lösen. Sie und ich haben einen grundverschiedenen Kundenkreis. Oh ja, das haben wir. Deswegen vernetzen wir unsere Computer, untersuchen das Fahrzeugaufkommen, entscheiden, bei wem welcher Bedarf in den Spitzenzeiten entsteht und dann teilen wir uns die Plätze, je nachdem. Damit behindern wir dann keinen unserer Gäste. Wären Sie einverstanden? Ich muss gestehen, dass ich Sie unterschätzt habe, Miss Devereaux. Das ist eine wirklich beeindruckende Lösung. Also erledigt. Möglicherweise könnten wir ab und zu gemeinsam Mittag essen. Ich meine bloß, um zu sehen, wie es weitergeht. Mit dem Geschäft? Na, oh, natürlich. Das würde ich gern tun. Gut. Na ja. Also... Es war nett, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Mr. Gentry. Es war auch sehr nett, Geschäfte mit Ihnen zu machen, Miss Devereaux. Wissen Sie, Sie besitzen wirklich einen glänzenden Verstand. Sie sind eine faszinierende, sehr intelligente Frau. Danke. Oh, nebenbei bemerkt, ich besitze auch einen Lendenschurz. Ich hatte schon den Verdacht. Klack! Das war's. 14:14. Auszeit, Mann! Bruce, warum hast du nicht zum Spielen an? Ich habe eingesehen, dass ich eigentlich das Anfeuern am besten beherrsche und lieber Cheerleader wäre. Na gut. Ja. Ihre Pompons, Madame. Oh, danke. Es ist wunderbar zu wissen, dass jedes Alter noch Perspektiven hat. Los, Team, los, Team, los, Team, los, los. Zurück. Ist das deiner, Brad? Hilt dir was? Oh, Mann, mein Knöchel. Er ist verletzt, er ist verletzt, er ist verletzt, er ist verletzt. Sie ist irre, sie ist irre, sie ist wirklich, wirklich irre. Vorsicht. Vorsicht, sachte. Rose, wie geht's dir? Nicht übel. Und wie geht's dir? Nein, bist du bereit zu spielen? Hey, Mann, mach sowas nicht. Chewie, hör mal, komm Rose jetzt. Spielst. Lass das. Okay, du spielst. Okay. Er ist drin, er ist drin, er ist drin, 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 drin. Ich nehme ihn. Hopp, hab ich! Entschuldige. Ball im Aus. So ist es richtig. Gut gespielt, Schul. Ein weiterer Punkt und wir gewinnen. 14:14. Wir machen Auszeit. Was tust du da? Ich will mit dir sprechen. Warum schnappst du dir immer den Ball? Mann, bloß noch einen Punkt und wir gewinnen das Spiel. Das ist doch egal. Ich wollte davon nichts sagen, aber als kleiner Junge war ich der, der nie für Mannschaften ausgesucht wurde. Weißt du weswegen? Weil du damals auch schon ein Scheißer warst. Ja, das war ich früher auch schon. Ich meine, die anderen Kinder riefen mir nach, kleiner Scheißer. Und sie sagten, ich wohne, wo Scheißer wohnen und mein Fahrrad würde nur Scheißer besitzen. Verstehst du mich jetzt? Ja.
Kinder reiten manchmal gute Witze zu Tode. Das war demütigend, Mann. Ich wollte sowas nicht nochmal erleben. Ich dachte, wenn ich erwachsen bin, würden meine Freunde mir solchen Kummer ersparen. Aber du machst wieder sowas mit mir. Also tu mir das nicht an, okay? Gut, Schui, dann los. Ja, los, alles klar. Ach, nun darf der Scheißer doch weiterspielen. Deiner? Ja, Aufgabewechsel. Beschissen. Oh. Matchball. Wer ist leicht zu nehmen? Was? Ja, Punkt und Spiel. Was hast du gemacht, Chewie? Du hast mich abgelenkt. Ach, jetzt willst du die Schuld auf mich abwälzen? Ich finde das unglaublich. Du bist wirklich ein kleiner Scheißer. Du bist das Letzte, Chewie. Na, Chewie? Hey, warte einen Moment! Hey, du bist doch mein Freund! Du bist mein Freund! Chewie! Mein Freund! Du redest nicht mit mir, oder? Na gut, das verstehe ich. Ich bin nur hier, um mich zu entschuldigen. Die ganze Nacht habe ich daran gedacht und versucht, es vernünftig zu sehen. Und mir wurde klar, dass ich immer gewinnen will, aber ich habe verloren. Daran muss ich nicht erinnert werden. Von dem Spiel rede ich nicht. Darüber werde ich wegkommen. Irgendwann. Offensichtlich habe ich dich verloren. Ich will bloß sagen, dass es mir leid tut und ich dich nie wieder demütigen werde. Lässt du mich nächstes Jahr wieder spielen? Nein. Gut, Mann, das wäre dann wirklich demütigend. Sie sehen, das Einrichten der Computer war gar nicht so schwierig. Sie hatten wieder recht, Blanche. Wissen Sie, Ihre Hände sind so weich und sanft wie feines Stiefelleder. Blanche, sagen wir nur, Sie sind sanft. Hören Sie, nachdem die Geschäfte erledigt sind, könnten wir vielleicht ein neues Kapitel in unserer Beziehung aufschlagen. Naja, ich nehme an, das ist möglich, solange wir die Beziehung, die wir geschäftlich haben, vollkommen von unserer persönlichen Beziehung trennen. Tja, wenn das möglich ist, warum dann kein neues Kapitel? Wie wär's, wenn wir heute Abend damit beginnen? Das wäre toll. Ihr Hotel oder meins? Meins, in Ihrem kennen Sie mich.